doch alles wie geschmiert. Was ist denn los? Ich habe eine Erhitzung. Magnus? Wenn ein einziger Wichtel krank wird, ist die gesamte Wichtelschar davon betroffen. Es ist eine Katastrophe. Das ist es, was wir brauchen. Was denn? Du besorgst mal schnell 92.000 Röhrchen Vitamin C und fertig. Was, jetzt sofort? Natürlich jetzt sofort. Was glaubst du denn? Jetzt nimm mal die Finger aus dem Sack. Ich hatte nicht mal Zeit für einen Schlittencheck-up. Der Tarnmodus fällt dauernd aus und den Rentier vorn hat einen Platten. Selbstmord ist das. Die ist witzig. Mal kurz und fertig. Achtung, Durchsage an alle Rentiere. Da kommen Turbulenzen. Da unten bei dem großen roten Spielzeug landen wir. Stopp. Ich suche eure Wichtelabteilung. Ach du Schande. Gib mir 92.000 Stück davon. Aber sicher. Ja. Nein! Name? Klaus. Vorname? Santa. Wir brauchen Tests auf Alkohol und Drogen. Und hilft das meinen Wichteln weiter? Gut, den Drogentest zuallererst. Ja. Ich bin Ihr Anwalt und ich will Ihnen helfen. Wissen Sie, dass Sie im Gefängnis sind? Ja, klar weiß ich, dass ich im Gefängnis bin. Ich mache Monopoly-Spiele. Geben Sie mir Würfel, ich würfel einen Pasch und bin hier raus. Dürfen wir mal auf dem Rentier reiten? Nein. Ach, bitte. Nein. Das ist toll. Juhu. Weißt du, was passiert, wenn zum ersten Mal in der Geschichte die Kinder an Weihnachten keine Geschenke bekommen? Nein. Wenn ich meine Wichtel nicht rette, gibt es kein Weihnachten. Ich bin der Weihnachtsmann und muss Geschenke verteilen. Schnell, wir haben keine Zeit mehr! Mir ist klar geworden, dass nicht einfach alles so durch Zauberei passiert. Dass man auch für die Menschen kämpfen muss, die man liebt. Das war die Rede von Miss Frankreich letztes Jahr, Wort für Wort. Einen guten Tag auf Rentierisch? Man sagt, oh. Huhn, Huhn. Nein, das war falsch. Du hast gesagt, willst du einen Erdbeerjoghurt haben? Jetzt will er natürlich einen.